Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die Vermittlungsnachricht unserer heutigen Folge ist zweigeteilt. Die Katzendame Ivy, die wir vor einer Woche vorstellten, hat neue Menschen gefunden, die ihr durch ihre Katzenerfahrung gerecht werden können. Doch für das getigerte Katerchen, welches in Gothas Schlosspark gefunden wurde, haben sich leider keine Besitzer gemeldet. Er sucht nun ein neues Revier. Nun wollen wir den schönen Rex vorstellen. Er ist ein Mischling aus Schäferhund und Golden Retriever und braucht dringend ein neues Zuhause. Viele Tränen sind geflossen, als Rex von seinen Besitzern in der Arche Noah abgegeben werden musste. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt und Mensch und Hund, die sich sehr mochten, trennen müssen, leiden beide sehr. Deshalb ist es wichtig, dass der menschenbezogene Rex schnell wieder neue Menschen findet, an die er sich bestimmt bald gewöhnen wird. Die ehrenamtliche Tierheimmitarbeiterin Uschi Wassermann kümmert sich zurzeit um Rex, der ihre Aufmerksamkeit sichtlich genießt. 2 Tage hat es gedauert, so die Tierfreundin. Dann war das Eis zwischen Rex und ihr gebrochen. Am Anfang hat er sich allen Tierheimmitarbeitern abgewandt. Natürlich hat er gehofft, dass sein Herrchen ihn wiederholen wird. Jetzt ist Rex mit Uschi Wassermann schon sehr vertraut, geht gern mit Gassi und erkundet seine neue Umgebung. Rex ist im Juli 2005 geboren, also nicht mehr ganz so jung, aber noch sehr fit und mobil. Sein Besitzer hat angegeben, dass er sehr wachsam ist, aber zu Menschen freundlich. Rex kennt Kinder, die ihn regelmäßig besuchten, und kam mit ihnen gut aus. Katzen mag er nicht, aber damit ist er ja nicht der Einzige seiner Art. Rex lässt sich sein schönes Fell gut pflegen und schmust er gerne. Er lebt bisher als Hofhund mit enger Bindung zu seinen Menschen. Interessenten müssten ein Grundstück besitzen, wo Rex wieder seines Amtes als Aufpasser walten kann. Weiterhin hat der ehemalige Besitzer angegeben, dass Rex nicht so gern Auto fährt. Vielleicht kann man daran noch etwas arbeiten. Andere Rüden findet er nicht so toll und würde lieber als Einzelhund leben. Wenn man Rex erlebt, spürt man, er wird sein Hundeleben mit einem neuen Hundefreund wieder voll genießen können. Hunderunden in der Natur und den Frühling genießen. Schöner kann das Leben für Hund und Mensch nicht sein. Alle Tierheim-Mitarbeiter wünschen Rex, dass Hundefreunde mit großem Herzen für ältere Hunde seine Geschichte lesen und ihm ein neues Zuhause geben.